Ein LKW beladen mit Kerosin wurde von einer Straßenbahn gerammt. Mehrere Fahrgäste wurden dabei verletzt. Der Fahrer des LKWs ist in der Fahrerkabine eingeklemmt. Versorgen Sie alle Opfer des Unfalls. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Emergency 2016. Wir haben hier eine Situation vorgefunden in dem Film. Vorspieler vom Vorspieler-Intro. Da wir benötigen einen Notarzt, Sanitäterteams. Steht halt drin, dass wir ein wenig was machen müssen. Also, pass auf, wir brauchen auf jeden Fall. Wie war denn das gewesen? Müssen wir hier nicht. Rüstwagen. Rüstwagen senden. Den ballern wir hier. Jawohl. Wir haben, glaube ich, zwei Rüstwagen. Wagen. Bin dabei. Wir müssen nämlich hier die Eisenbahn löschen und kühlen. Dann brauchen wir natürlich beide Notärzte. Das ist natürlich gegenüber dem Emergency 5 etwas besser gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann die auf einmal rausschicken. Ich muss nicht jedes Mal einzeln anklicken, wie es gerade eben getan habe. So, die Viecher kommen angeeiert. Ist schon ganz okay. Wir haben drei Verletzte. Ich hoffe ja nicht, dass die jetzt hier anfängt noch zu fackeln, da die also Eisenbahn hier. Guck dir an. Aber wir sollten Feuerwehrmänner mit Löschschläuchen ausrüsten und damit auch die Brände bekämpfen. Noch haben wir keine Brände. Soweit ich das sehe. Aber wir sind kurz davor. Okay, sie kommen langsam angeeiert. Die Autos sehen auch etwas agiler aus. Ein Feuerwehrmann kann mit einem Feuerlöscher auch kleinere Brände bekämpfen. Alter, voll geil. Die fahren einfach mal alles kaputt. Läuft. Ja, wird gemacht. Richtig geil, Alter. Was geht's? So, einmal ein Schlauch. Und dann kühlen wir das hier mal. Und du genauso. In Ordnung. Kühlst das. Höre. Wird erledigt. Wird erledigt. So, dann haben wir hier einmal einen. Ja. Und da einmal einen. Los, ausrüsten und dann Attacke. So, die beiden sind da am Gang. Ja, zu Befehl. Wo ist der? Ach, da. Okay. Was geht? Ist in Arbeit. So, ich glaube, das war keine verkehrte Idee, wie es zu tun. Wir sollten einen Feuerwehrmann mit einer Rettungsschere ausrüsten und dann den Fahrer des verunglückten Treibstofflasters aus der Fahrerkabine befreien. Ach ja, da war ja was. Verstanden. Machen wir einfach mal. So. Höre. Okay. Wird gemacht. Bin bereit. So, dann können wir dich hier noch mit hereilen. Komm. Hallo? Ja. Komm her. Jawohl. Kein dann Problem. Gehst du den jetzt nochmal operetten. Dann könntest du ja schon wieder einsteigen. Ach nee, halt. Aus dem Unfall-LKW ist Kerosin ausgelaufen. Wir müssen uns beeilen. Es besteht akute Brandgefahr. Ja, nee, ich lasse ja schon kühlen. Das ist schon okay. So, du holst da ab. Bin bereit, dann kannst du den auch einige Zivilpersonen dann sehr nah fahren am die Einsatzort. Schon mal den wir ersten sollten einen weg. Streifenwagen anfordern, unsere Polizisten mit Megafonen ausrüsten und die Leute in Sicherheit bringen. Müssen wir das? Bin ich ja mal ganz ehrlich. Müssen wir das? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Nun komm, du darfst ihn jetzt untersuchen. Sie haben den LKW-Fahrer aus der Fahrerkabine befreit. Weiter so. Ein transportfähiges Unfallopfer sollte umgehen. Das ausgelaufene Kerosin hat sich entzündet. Löschen Sie die Brände. Ja, wir sind da ja Achtung, schon gerade bei. Das ausgelaufene Kerosin. So, Vorsicht! Wir sind da ja gerade bei, das ist ja überhaupt keine Frage. Wird gemacht. So. Dann geht das einfach mal ganz geschickt los. Achtung, Gefahr für unsere Einsatzkräfte durch die Brände. Wir müssen in der Nähe von Bränden vorsichtig sein. Ja. So, was ist, bist du... Warte mal, wo ist er denn hier? Ich hatte ihn doch hier irgendwo gebeten. Ja. Der sollte sich doch nur ausrüsten. Was machst du denn da? Verstanden. So, er rennt jetzt wahrscheinlich erstmal quer durch die Wut, Nick. Was geht's? Bin dabei. Bin bevor bereit. Das Ganze jetzt außer Kontrolle gerät. Alles klar. Der Feuerwehrmann kann keinen freien Hydranten in ist der Nähe Ziel. Verstanden. Ja, das war mir schon fast klar. Der Notarzt hat die Transportfähigkeit des verletzten LKW-Fahrers hergestellt. Alles wir sollten klar. Ihn jetzt mit einem Rettungstransportwagen dass die nicht selbstständig auf das Feuer umschwenken. Ich dachte, das ist das Feuer die ganze Zeit. Okay, pass auf, dann machen wir das anders, ja. Dann geht ihr hier wieder okay. rein.
Dann schicken wir euch nach Hause, weil das Feuer geht aus. Jawohl. Tschüss. So, dann braucht man nochmal die beiden Fahrzeuge. Jawohl. Hervorragend. Sie haben alle Brände gelöscht. Gut gemacht. Okay, dann könnt ihr ja eigentlich auch schon wieder einsteigen. Okay. Erwarte Befehl. Geht ihr weg? Was geht's? Tschüss. Zu Befehl. Müssen wir den auch abtransportieren? LKW-Fahrer, Notausfahrer, LKW-Abstellwagen abtransportieren. Okay, dann machen wir das auch noch. Da haben wir den kleinen Schlepper. Alles klar. Alles klar. So, haben wir jetzt den zweiten auch schon zur Verfügung? In Ordnung. Machen wir auch. So, der erste kommt. Höre. Okay. Los, steigt aus. So mitten beim Losfahren. Alles klar. Rausgeholt. Bin bereit. So, das wäre die erste Nummer. Sofort. Dann schickt man den nämlich auch nach Hause. Also das ist tatsächlich das Szenario aus Emergency 5. Ja, in Ordnung. Nein, jetzt habe ich wieder aussteigen lassen. Blöd. Was geht's? Bin dabei. Blödmanns Hilfe. Jawohl. Ehrlich. So, und dann ab nach Hause jetzt. Einsteigen und tschüss. Alles klar. So, ist der schon drin? Ich glaube ja. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. Erwarte in der Basis. Befehle. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Bin bereit. So, du kannst den hier einsammeln. Höre. Ist in Raus. Arbeit. Verstanden. Dann sammelt ihr die mal ein. Gut, die Bahn können wir natürlich selber nicht. Hä? Höre. Gut. Sofort. Hallo? Wird gemacht. Muss ich das verstehen? Kein Problem. Höre. Das muss ich jetzt ja nicht verstehen, oder? Ja. Du kannst Wird verstehen. Gemacht. Tschüss. Erwarte Befehle. Na, also das mit dem Autofahren ist immer noch nicht so. Fahrgäste versorgt und abtransportiert. Erwarte Befehle. Gut gemacht. Nee, einen habe ich hier noch. Lol? Wird gemacht. Ja? Ja? Verstanden. Na klar. Läuft. Also, das habe ich natürlich noch im Hinterkopf gehabt. Okay, da ist jetzt nicht so toll gefahren, muss ich ja sagen. Aber Fazit nach der ersten Mission, die natürlich nicht allzu schwer gewesen ist, natürlich. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Okay. Gegenüber Emergency 5. Ah, guck. Achso, da sind wir im Gebäude. Alles klar. Muss ich sagen, ist natürlich das Gleiche. Ganz klar. Das ist keine Frage. Also ich habe ja schon gesagt in der ersten Folge, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt nicht schon Emergency 5 gehabt hätte, beziehungsweise wenn ich jetzt, lass mich das anders formulieren. Ich habe Emergency 5 und überlege mir Emergency 2016 zu kaufen, würde ich Stand jetzt sagen, nein, mache ich nicht. Habe ich Emergency 5 noch nicht gespielt, würde ich mir Emergency 2016 natürlich kaufen. Ganz klar, wie gesagt, also da ist halt für die Leute, die jetzt eben nach einer Verbesserung, nach einem Update suchen, Emergency 2016 nichts. Das muss man einfach mal so erzählen. Sie haben den LKW-Fahrer versorgt und abtransportiert. Sehr gut. Genau, jetzt kommt hier noch das Auto. Achso, der LKW ist das, genau. Der wird jetzt auch noch abgeschleppt und dann kriegen wir hier oben Punkte, also Kohle im Endeffekt. Und dafür kann ich mir dann weitere Feuerwehrfahrzeuge kaufen. Gut, Sie haben den Unfall-LKW abtransportiert. Sie hatten die Situation jederzeit unter Kontrolle. Ihr erster Einsatz war vorbildlich. Glückwunsch. Danke. Aber auch nur, weil ich schon wusste, was da los war. Gut, ich würde sagen, wir machen hier eine Pause, denn nächste Folge, neuer Einsatz im Endeffekt. Besser geht's ja nicht, ne? In diesem Sinne, wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch der Part nicht gefallen hat, dann eben nicht. Und vergesst das Abo nicht. In diesem Sinne,
Schön, was haben wir noch heute für einen Tag? Heute müsste Samstag sein. Schönes Wochenende. Das ist jetzt so der zweite Part, den ich vorproduziert habe. Wie gesagt, wenn euch das Let's Play interessiert und gefällt, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare rein. Habe ich hier im letzten Part schon gesagt. Wird alle zwei oder vielleicht auch drei Tage kommen auf diesen Kanal und abwechselnd natürlich zu Minecraft. Wenn, wie gesagt, ihr daran Interesse habt, mache ich das gerne weiter. Überhaupt keine Frage. In diesem Sinne erstmal ein schönes Wochenende. Genießt den Fußballnachmittag, sofern er nicht schon gelaufen ist. Ich weiß es nicht genau, wann ich schalte das Video. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Bis dann. Danke. Ciao.